Moin Moin, der Hideki wieder. Jo, ich bin hier für euch, ne, zum Lösen ultimativer Probleme. Und einige Männer, die haben ja Probleme. Die stellen sich zum Beispiel die Frage, ne, lohnt sich ein aufrechtes, anständiges Leben? Ne? So, ich gebe euch mal ein Beispiel. Ne? Drei Kumpels, ne? Fahren gerne Auto, heiße Schlitten, ne? Und haben einen schweren Autounfall, sterben. Kommen in den Himmel, stehen bei Petrus an der Tür. Ne? Der macht das Tor auf und fragt, als sie geklopft hatten, ne? Jo, sag mal du, bei uns läuft das so. Ne? Je nachdem, wie anständig ihr gelebt habt, danach richtet sich das draus, danach, wie ihr euch fortbewegen könnt hier oben. Ne? Also fragt er den ersten so, ne? Bist du immer deiner Frau treu geblieben? Sagt er, ja, ich habe meine Frau nie betrogen. Ne? Ja, sagt er, kriegst du Ferrari. Ne? Super. Fragt er den zweiten, ne? Ja, und du? Ja, so ein, zwei Mal, da bin ich schon in Versuchung gekommen. Ja, ja sagt er, kriegst du BMW. Fragt dann dritten, ne, wie oft hast du deine Frau betrogen? Ja? Oder warst du anständig? Ja, sagt er, also 10 Mal, da habe ich meine Frau schon betrogen. Ne? Ah, ja. Ja, sagt er, ja, hast du dein Auto. Ne? Alten schäderigen Kadett kriegt er, ne? Mit abgefahrenen Reifen. Ne? Ja. Und die fahren dann da oben so rum, ne? Und die treffen sich irgendwann an der Ampel, ne? Stehen da so nebeneinander und der mit dem Ferrari heult. Ne? Heult, wie es was das Zeug hält, ne? Das Wasser, das läuft nur so, ne? Und da fragt der mit dem alten schäderigen Kadett, sagt er, Mensch, du hast doch hier einen dicken Ferrari oder was, hast auch keinen Grund zu heulen. Ah, sagt er, ich habe gerade meine Frau getroffen auf dem Skateboard. Leute, ne? Denkt dran. Butter bei die Fische, ne? Also warten, alles klar, ne? Den Butter im Bauch kraulen, ne? Und wünscht euch, dass euch das nicht passiert. Euer Hinak.